neue Folge von Homeworld. Wir sind im Kampf mit den fiesen Seekern, die nerven. Wie ihr wisst, die sind sehr stark und dementsprechend schwierig wird das Ganze. Ich würde versuchen, meine Fregatten so gut es geht zurückzuhalten, sich nicht in den Kampf einzumischen und meine Rohstoff-Dudes, gibt's hier Rohstoffe? Nee, dann sollen die jetzt mal direkt die Großkampfschiffe reparieren. Und ich versuche mal ein bisschen zu micromanagen hier. Das Superschlachtschiff kommt hier ganz gut klar, glaube ich. Oh, der Keeper hier ist voll mitten ins Getümmel geflogen. Das nervt natürlich ein bisschen. Geht mal hier auf den... Haut er ab? Ja, weil die können sich ja wegteleportieren, wir erinnern uns an die Mission mit den Hütern. So, jetzt alles auf... A Keeper has vanished. Ja, schön. Sensors indicate there was a major energy distortion in the vessel before it disappeared. There are no signs of debris. Ja, ist schon klar, dass es einfach abgehauen ist. So, dann alle auf den. Der springt jetzt weg. Der jumpt. Okay, dann geht mal bitte auf die restlichen Drohnen hier. Okay, das ist erstaunlich. Ich habe jetzt noch nicht krass was verloren. Wir brauchen aber auf jeden Fall mehr Korvetten. Denn gegen diese Drohnen sind die Korvetten ja das optimale Gegenmittel. Oh shit, da ist er. Da oben ist die Sau. Ist einfach nur ein Stückchen weggesprungen. Wird jetzt gleich neue Drohnen ausspucken. Natürlich, ganz klassisch. Die Ionengeschützfregatten können da auch mal drauf schießen. Naja, sicher habe ich echt so viele Schiffe. Das kann doch nicht sein, dass ich da keine Chance habe gegen den. Diese scheiß Drohnen, die haben auch einfach, die sind so OP. Die haben so extrem viel Lebensenergie. Das ist echt nicht mehr feierlich. Macht die alle fertig. So, das Superschlachtschiff schießt da bitte auch mit drauf. Die Torpedofregatten schießen da mit drauf. Alle schießen da drauf. Bis auf die Korvetten. Die nicht. Die sind jetzt mal meine zwei. Dann kann ich die nämlich immer ein bisschen... Guck mal, da ist er. Schießt auf ihn. Guck mal, weg ist er. Aber er ist noch nicht komplett weg, er ist nur ein bisschen gejumpt. Wir können aber mal, naja, Fregatten baue ich jetzt mal nicht, weil diese Drohnen waren doch gut gegen Fregatten, ne? Das war doch irgendwie so. Dann heben wir uns das Geld lieber auf, das wird glaube ich noch devastating genug hier. Wobei, vielleicht bauen wir ein paar Bomber, da habe ich ja gar keine mehr, ne? Da hinten ist er wieder. Er will mich nur weglocken von meinem Mutterschiff. Das gefällt mir gar nicht. I dislike that. Wir haben überhaupt keine Jäger, ne? Dann bauen wir mal ein paar Bomber. 3000 können wir mal ausgeben für Bomber. So, zwei. Angriff. Gegen zwei so eine Drohnen kommen wir klar, würde ich sagen. Das ist okay. Es dürfen halt nur nicht mehr werden. Aber ich befürchte, dass es mehr werden. Haben wir ihn? Komm, verpiss dich. Tschüss. Okay, das war gut. Glaube ich. Wir bauen mal Rohstoffsammelschiffe nochmal vier. Fünf. Weil wir brauchen auf jeden Fall Reparatur. Ganz dringend. Können wir irgendwas Neues erforschen, was uns irgendwie einen Vorteil bringt? Die Geschützplattformen können wir verbessern. Die haben wir noch nie benutzt, weil ich immer eher für Mobilität bin. Ich mag das nicht so mit diesen Geschützplattformen, die irgendwo rumstehen. Aber gibt es hier irgendwo mal Ressourcen? Da sind Ressourcen.
Reporting. Das finde ich ja grundsätzlich interessant. Ready. Ich würde gerne diese vier hier nehmen und da mal Ressourcen abbauen, weil ich glaube, jedes Gramm Rohstoffe, das wir sammeln, könnte uns von Nutzen sein. Ah, unsere Freunde, die Bentusi. Wo sind sie denn? Gerade außerhalb der Kamera. Hey guys, what's up? Ja. We see you have acquired a progenitor dreadnought. This is a most powerful weapon. Bring it to us, and we will repair the great cannon. Cool. Ja, ja, ja. Machen wir. Aber erstmal reparieren wir das. Gucken wir einmal kurz. Es könnte sein, dass das wieder ein Trigger ist. Ich kenne das Spiel doch mittlerweile ein bisschen. Wir sorgen erstmal dafür, dass alle Schlachtschiffe repariert sind. Ja, gucken wir nochmal. Ich glaube, es ist nur das Superschlachtschiff beschädigt. So, die machen hier ihr Ding. Das ist gut. Wir haben hier 5000 Ressourcen. Die sollten wir auf jeden Fall erstmal einsammeln. Guard order confirmed. Und ich sollte speichern, weil wir natürlich jetzt schon mal was geschafft haben, diesen ersten Überraschungsangriff zurückzuschlagen. So, die 5000 Rohstoffeinheiten, die können wir sehr gut gebrauchen. Resource collector complete. Mothership. Der ist auch gleich wieder voll aufgeladen. Naja, wird langsam repariert. Das geht leider nicht besonders schnell. Aber ich finde es ja gut, wie gut wir das hier überstanden haben, den Kampf. Ne? Also es ist ja nicht viel kaputt gegangen. Muss man einfach mal so sagen. Was haben wir dann noch? Group 4 und Group 3. Ich packe jetzt die Fregatten mal alle in eine Gruppe, auch wenn es keinen so großen Sinn macht taktisch. Standing by. Reporting. Acknowledged. Ich will aber einfach das ein bisschen ordnen hier. So, ihr seid die 3. Die 2 sind meine ganzen Korvetten. 1 ist immer das Mutterschiff. Die 4 können wir neu vergeben. Die kriegen die Bomber. So. Okay. Passt. Die Kollegen sind eh die 5. Das Superschlachtschiff ist sein eigenes Ding, das braucht keiner. Gruppe, so, die werden auch noch zugeteilt hier dem Reparieren. Superschlachtschiff ist wieder voll. Dann würde ich sagen, warten wir vielleicht noch kurz ab, bis wir die Ressourcen hier abgebaut haben. Dass wir da wieder knapp auf 20.000 sind. Weil ich befürchte, dass die Hüter uns nicht einfach das Schiff reparieren lassen. Die werden garantiert wieder zuschlagen. Die sind ja nur weggesprungen. Oder haben sich irgendwie getarnt oder so. Gucken wir mal unseren Schiffchen kurz dabei zu, wie sie hier ihr Rohstoffabladen durchführen. Das ist tatsächlich ganz praktisch, dass die auf beiden Seiten andocken können an die mobile Raffinerie. Dadurch geht das ja dann doch deutlich, deutlich besser. Schneller. Na gut, ich glaube, wir sind nah genug dran an den 20.000. Wir können mal... was passiert hier? Wir können mal das Schlachtschiff nehmen und hierher schicken. Das braucht ja auch ein bisschen. Es ist ja schließlich sau langsam. Wie wir wissen. Oh, das ist schon der Trigger. Ach, come on. 4? We must defend Bentis at all costs. Ach, come on, Leute. 4 Stück? Ist ja nicht so, als hätten wir nicht schon genug Probleme mit 2 gehabt. Reporting. New heading set.
Ja gut, nee, wir lassen sie mal zu uns kommen. Vielleicht können wir auch mit allen Schiffen einfach... Ja, wir können das Raumdock nicht, nicht durch die Gegend schicken, oder? Kann sich das bewegen? Ja, kann es, aber sehr langsam. Okay, ran an die Typen hier. Und ran an den. So, hier werden noch ein paar Ressourcen abgebaut. Das ist gut. Bomber hatte ich doch jetzt neu irgendwie dazu gewonnen. Geht mal ran an die. Also mit allem, was wir so haben, kriegen wir den ganz gut dazu, sich zurückzuziehen. Wir müssen nur schnell die Drohnen zerstören, bevor die alles kaputt machen, meine Leute. Weil die halt echt viel Schaden machen. Da ist der nächste. Oh, jetzt sind hier zwei. Alter Falter, ey. Mobile Refinery wird angegriffen? Ja, war ja klar. Okay, dann kommt mal zurück. Das Ding braucht er ewig. Das ist ja fürchterlich. So, ich muss jetzt immer ein bisschen micromanagen und gucken, dass ich hier immer auf die Drohne gehe, die am wenigsten Lebensenergie noch hat. Damit wir möglichst schnell die Drohne loswerden. Alle gleichzeitig. Ja, ich verliere jetzt ein paar Resource Collectors. Das ist nicht so katastrophal. Hier verliere ich auch eine Marinefregatte. Wird aber schon repariert. Wird nicht schnell genug repariert. Okay, die Bentusi werden momentan noch überhaupt nicht angegriffen. Das heißt, wir können uns auf unsere Hauptschlacht hier konzentrieren. We have the escort, ja. Es ist nicht so, als hätten wir nicht andere Probleme, als irgendwie euch zu eskortieren. Ja, ich werde eine Menge Fregatten verlieren. Das wird richtig teuer. Ich meine, ich repariere die schon hier wirklich mit allem, was ich habe. Aber das sind so viele Drohnen. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Kommen ja auch immer wieder die Dinger und sind wieder fast voll. Also man hat ja auch nicht wirklich eine Chance, da wirklich ernsthaft Schaden zu machen. Kann sie nur dazu bringen, wegzuspringen, und ich habe schon 4 Fregatten verloren oder so. Nee, 3 sozusagen. 2 habe ich verloren. Scheiße. Oh, solche Abwehrschlachten hasse ich ja wie die Pest in solchen Spielen, weil das sich immer so unbefriedigend anfühlt, weil man ja nicht gewinnen kann. In 6 Minuten ist es repariert. Jetzt ist die mobile Raffinerie erst zerstört. Das hat ja gedauert. Angriffsbomber sind noch relativ viel da. Die Korvetten sind noch da. Solange wir die Zerstörer nicht verlieren, ist es okay. Die sind ja am teuersten. Die Fregatten sind auch teuer, aber die kriegen wir wieder aufgebaut. Ich habe ja 10 Rohstoffsammler ungefähr, die jetzt hier gleichzeitig reparieren. Das ist also ganz okay, glaube ich. So. Ja, da kriegen sie aktuell noch ganz gut unter Kontrolle, aber jetzt wird's scheiße. Jetzt wird's richtig scheiße. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier unsere gesamte Truppe mal hier mit rübernehmen. Ohne zu viel zu verlieren auf dem Weg. So.
Alexander. Nein, ihr sollt doch nicht einzeln irgendwo hinfliegen. Ihr sollt doch weiterhin reparieren. Aber guck mal, jetzt haben die wieder abgelassen hier von den Typen. Vielleicht können wir hier mal welche hinschicken, die hier reparieren. Ja, ja, greift ruhig auch mal die Trägerschiffe an, das ist okay. Die halten auch ein bisschen was aus. Oh, das ist aber, der sieht aber schon nicht mehr so gut aus. Können wir mal den hier angreifen, der gerade das Trägerschiff zerstört? Das wäre schön. This would be nice, thanks you. Ah, jetzt haben wir so ein bisschen durcheinander gebracht, ne? Merkt ihr schon? Jetzt fliegen sie gerade so ein bisschen wie aufgescheuchte Hühner hin und her hier, die Gegner. Weil sie natürlich denken, jetzt sollen sie die Fregatten hier angreifen, aber das ist eigentlich nur eine Ablenkungsmanöver, weil wir eigentlich andere Strategien verfolgen. Sie nämlich ein bisschen zu verteilen. Sie sollen halt nur nicht das Superschlachtschiff angreifen. Das muss lang genug überleben. Die Zerstörer sehen alle strong aus. Verscheucht mal den hier, der schießt mir das Trägerschiff kaputt. Das gefällt mir überhaupt nicht. Also so gar nicht. Also, das könnte mir nichts noch schlechter gefallen gerade. Ich glaube, das Trägerschiff verlieren wir, ne? Da lässt sich nicht mehr viel machen. Ja, das ist leider down. Ach, schade. Nein. Ah, das war teuer. Na gut, wir haben es nicht wirklich gebraucht. Wir hatten ja immer so ein bisschen 1 zu viel. In der einen Mission hat es Sinn gemacht, dass wir das hatten, aber dann nicht mehr. So, jetzt haben sie sich das Raumdock ausgesucht, das gefällt mir auch nicht. Dieses Micromanagement gegen diese Drohnen, das ist echt scheiße nervig. Okay, aber es sind nur noch 2,5 Minuten. Leute, wir packen es. Nein, greif den da an. Diese Drohnen, die halten so krass viel aus. Also wenn ich kein hartes Cap hätte hier, dass ich nicht mehr so viel bauen darf, dann würde ich jetzt einfach noch 10 Pulsar-Heli-Flotten bauen. Oh Gott, die werden stärker mit jedem Sprung. Die sind doch schon so stark. Das ist doch scheiße, ist das doch. Wer hat denen denn das erlaubt? Komm, 1,5 Minuten. Das muss doch möglich sein. Bisher habe ich es ganz gut überlebt. Jetzt wird er gleich wieder kommen und hier das Schiff. Aber das schaffen sie nicht mehr, das zu zerstören. Die haben ja nur noch eine Minute Zeit, um uns aufzuhalten. Das werden sie nicht schaffen. Ich habe sie, glaube ich, ganz gut in Schach gehalten. Einiges an Schiffen verloren, aber die wertvollsten Schiffe, bis auf das Trägerschiff, das war echt ärgerlich. Aber ansonsten habe ich die wertvollsten Schiffe geschützt, die Zerstörer. Und ich habe auch kaum Korvetten verloren, die machen das ganz gut hier gegen die Drohnen. Ich hoffe ja mit dem Superschlachtschiff, wenn das wieder voll einsatzbereit ist, dass wir damit einfach die Güter wegbrutzeln. Das wäre schön. Könnte nur nervig sein, weil das dreht sich ja so langsam. Das ist ja so manövrierunfähig. Und die bewegen sich ja doch relativ schnell. Heilt euch mal kurz. So, alle auf den Hüter hier. Will nicht auch noch das zweite Trägerschiff verlieren. Das fände ich total unangenehm. Wie sie sich immer wieder heilen, blöden Feiglinge. So, jetzt, komm, 5 Sekunden. Give it to me, baby. Komm.
You are clear to dock. Lass mich sie wegbrutzeln. Ja, ja, ja. Große Kanone. Oh Gott. Ja, ist ja schön und gut, aber jetzt lass mich den weghauen hier. Speichern wir nochmal. Ich weiß, das Spiel macht gerade Autosave, aber ich will... Ich vertraue ihm nicht. Ich vertraue ihm nicht. Ja. Es hilft tatsächlich schon einiges, das zu micromanagen. Was ist denn jetzt? Jetzt beeil dich doch mal. Du bist aber auch eine lahmarschige Riesenschlachtschiff-Figur. Ich verliere garantiert kurz vor Ende noch irgendwas total ärgerlich. Oh, kannst du dich auch noch langsamer drehen? Geht es? Ich habe noch eine Fregatte verloren. Die Hälfte meiner Fregatten habe ich schon verloren. Komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt ziel und schieß. Roger. Shoot the MF. Ja. Ich finde es ja echt klasse, wie die Korvetten hier. Die sind wirklich die Helden der Schlacht. Yes! Look at this. Okay, das ist aber... Ich hatte mir das irgendwie besser vorgestellt. Ich dachte, der ist dann jetzt tot mit einem Schuss. Aber das ist ja gar nicht so. Der hat ja doch ganz gut das überstanden. Hab mal ein Drittel Schaden genommen. Na, ich hoffe, der hat noch wirklich getroffen, der Schuss. Komm, dann schieß jetzt auf den. Oh Mann, ey, dieser Kampf, der dauert ja noch ewig, oder? Wenn wir die alle noch 10-mal treffen müssen mit dem Ding, wenn das immer nur ein Viertel Schaden macht oder so. Das macht tatsächlich nicht viel Schaden. Das gefällt mir nicht. Das riecht alles nach Ärger hier. Ja, das hat doch mal gut funktioniert. Nein, schießt auf den. Are focusing their attacks on Ventus. Ventus and the Dreadnought must be defended. Strike group, prepare. Ja, ich versuch's ja. Wie sie halt immer wieder wiederkommen. Die greifen überhaupt nicht die Bentusi an. Ihr lügt. Wo wird denn hier irgendwas auf die Bentusi konzentriert? Die Bentusi werden überhaupt nicht angegriffen. Ich werde angegriffen. Das ist voll gemein. Dass sie so tun, als wären die jetzt die Opfer. Dabei bin ich das Opfer. Vielleicht fangen die jetzt erst an, sich auf die Bentusi zu konzentrieren. Ja. Ja, das Mutterschiff wird ein bisschen angegriffen. Das ist jetzt nicht so gut. Was war denn das gerade? Da hat überhaupt nichts getroffen. Ja, aber ich habe das Gefühl, ich bin jetzt gerade in einer leicht überlegenen Position. Das ist wahrscheinlich ein Fehler, das zu denken. Aber ich krieg sie ganz gut unter Kontrolle gehalten. Ist er jetzt zerstört worden oder ist er abgehauen? Er ist abgehauen, oder? Ja. Würde mich wundern, wenn hier mal einer zerstört würde. Wo sind die denn jetzt alle? Hier ist einer. Oh, der hat ja überhaupt keinen Schaden. Aber wie? Wie mache ich die denn jetzt fertig, wenn die so überhaupt keinen Schaden nehmen? Das nervt doch, dass sie immer wieder sich heilen dürfen. Wieso darf ich das nicht? Wieso dürfen die sich immer heilen und ich nicht? Wenn ich jetzt wenigstens das Gefühl hätte, dass ich hier mal einen Fortschritt irgendwie mache, aber so richtig habe ich das Gefühl nicht. Ja, zerstört doch noch meine Fregatte. Zerstört mein Mutterschiff, klar, warum nicht? Ready. Resource Collector taking enemy fire. Attack vector laid in.
Krieg die nicht tot, das ist so nervig. Ah, oh, was mache ich denn jetzt? Gibt's jetzt hier irgendwie eine Lösung für das Problem? Ich meine, ich kann doch nur... Ich kann doch nur weiter auf die feuern und mehr kann ich doch nicht machen, oder? Gibt's noch irgendeinen Trick jetzt? Also keinen, der mir jetzt auffallen würde. Das ist, glaube ich, mal wieder ein Reparaturbefehl geben. Oh, jetzt passiert was. There is only one way to destroy the keepers. They must be taken with us. Our task is now none, but yours remains. Power surge detected on Ventus. They are collapsing their quantum wave field to consume the keepers in its blast. Ventus is going critical. They will not survive. Hyperspace initiated. Our time has ended. Frederick awaits beyond the gate of Belcora. The Dreadnought will open the way. You must end what has begun. You must take our core and unite the three. This is our prophecy. They sacrificed themselves so that we might fulfill our destiny. The Pentuzzi core will have survived the explosion. Telemetry scans indicate its most likely location to be just outside the blast radius. Be advised, the Vager will have detected the explosion. We can expect enemy contact. Hyperspace coordinates locked in. Oh, oh, oh. Okay, die Bentusi haben sich geopfert, um die Hüter zu vernichten. Wir sollen ihren Hypersprungkern holen und mit unserem Verein und mit dem Dritten, den die Vega haben, um irgendeine Ancient-Prophezeiung zu erfüllen. Unsere Flotte sieht etwas ausgedünnt aus. Hyperspace successful. Vieles nicht mehr da. Scans of the debris field have isolated three fragments of the Bentuzzi hyperspace core. The containment units are located here. The core itself is here. All three elements must be retrieved. However, the destruction of Ventus has created a hazardous environment. Dispatch a probe to analyze the core fragments. Alles klar. Die Explosion hat die ganze Gegend verstrahlt. Und das ist wahrscheinlich nicht gesund für unsere Schiffe, deswegen sollten wir erstmal mit Sonden arbeiten. Und dann schauen wir mal weiter in der nächsten Folge. Das war auf jeden Fall spannend. Ich bin froh, dass ich mal wieder eine Mission in einer Folge geschafft habe. Aber das war ja auch an sich ein Überraschungsangriff, mit dem wir nicht gerechnet haben. Es war jetzt keine groß angelegte Operation, die wir da geplant haben und so weiter. Wir wurden ja einfach auf dem falschen Fuß erwischt von diesen blöden Hütern. Dafür haben wir es aber ganz gut hinbekommen. Ich meine, ich habe nur ungefähr die Hälfte meiner Flotte verloren. Es hätte noch schlimmer laufen können. Na gut, dann bergen wir nächstes Mal die drei Teile des Bentusi-Kerns und erwehren uns der Vega, die ganz bestimmt auch noch ein Wörtchen mitreden wollen. Die wollen den Kern ja schließlich auch haben. Deren, den Bentusi-Kern und unseren. Also, wir werden sehen, es bleibt spannend. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht, gute Schlacht. Ciao.